supposed to do? He's dead! He's murdered! Get out! This is all your fault! If it weren't for you... I'm sorry. Then go! If it'll make you feel better, I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What do you do now? I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. Do you think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by and we'll finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. Traurig. Armer Douglas. Papa ist sicher egal. Da gibt's nichts Ungewöhnliches. Das ist nichts Ungewöhnliches. Fernseher oder ein Video. Das ist der Wandschrank. Hier gibt's nichts zu tun. Ich werde diese Frau finden. Und sie wird dafür bezahlen. Das verspreche ich. Ob Papa wohl wütend auf mich wäre, wegen dem, was ich denke. Die guckt total traurig, also wenn man genau hinguckt. Ich komme wieder, Papa. Ich verspreche es dir. Ich komme bald wieder nach Hause. Ich habe einen Elektroschocker. Ich habe eine Batterie für den Elektroschocker und noch eine. Ey, cool, Elektroschocker. Es ist nur ein Filmplakat. Ich bin erschöpft, aber schlafen könnte ich jetzt kaum. Außerdem sollte Douglas draußen nicht auf mich warten. Ich weiß nicht genau wann, aber ich glaube, ich habe diese Puppe auf einem Flohmarkt gekauft. Ich mag sie immer noch, aber jetzt kann ich sie nicht mehr gebrauchen. Ja. Papa, warum musstest du sterben? Du hast mir gesagt, du wärst der stärkste Mann auf der Welt lügen. Nur ein normaler Fernseher, nichts Ungewöhnliches dran. Ich brauche nicht zurück aufs Dach zu gehen, das Monster ist tot. Außerdem, du
Douglas draußen. Auf dem Tisch liegen Bücher. Nur seinen üblichen Krimis, die Lars mein Vater so gern. Ja, Hessa. Ich kann niemanden erreichen, weder die Polizei noch die Kirche. Ist schon traurig. Weiter geht's. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? Well, I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once. On a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work, you hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry, I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding, like the worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. Am I still friends with Carl? A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. In the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia's trying to do the same thing again. I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed,
the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. Me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I never had a chance to tell you how happy you made me. I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. You got the map, right? Yeah. You gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. 50-something years old. I never seen nothing like this. I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you finish looking around the hospital. Okay? Roger. Eine kurze Info. Okay. Douglas, also der Detektiv, der hat nach James gesucht. Aber er hat ihn nicht gefunden. Ja, wisst ihr auch. Das ist ein Badezimmer, brauche ich jetzt nicht zu benutzen. Also kurze Info. Und Heather hat halt eine Geschichte erzählt. Und um diese Geschichte geht es halt. Darum, dass der Terry Mason, der Hauptprotagonist, Hauptcharakter in Silent Hill 1, ja seine Tochter Cheryl verloren hat, ja während eines Autounfalls. Und genau diese Tochter ist Heather, also Heather Mason, und die mussten halt einen neuen, also Heather Cheryl musste halt einen neuen Namen anwenden, ja. Ganz schön krass. Und dieser Gott kann man am Ende von Silent Hill 1 töten. Und ich glaube, ich werde von Silent Hill 1 ein Let's Play machen. Ach, ich liebe einfach Silent Hill Spiele. Okay, weiter geht's. Das muss ein Zufall sein, aber trotzdem ziemlich seltsam. Wer könnte das getan haben? Speicher gleich. Wie ihr gemerkt habt, im Deutschen, zum Beispiel bei Heather, bei diesem Text, I kill her myself, das heißt, ich bringe sie um. In den Deutschen stand da, ich mach sie platt. Checkt einer Deutschland, die haben das Kopf zensiert. Naja. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, das war euer Zulukas. Tut mir leid wegen den zwei Parts, aber bis gleich, ne?